Hallo Leute, zu einer neuen Let's Play Folge LS19. Ja, immer noch auf der Felsbrunnen sind wir unterwegs. Wir haben in der letzten Folge hier ein bisschen das Gras geerntet. Hier ist es nicht so schön geworden, das sieht echt schrecklich aus. Aber das hat irgendwie nicht ganz geklappt. Aber jetzt wollen wir es erstmal schwadern. Und schwadern tun wir es mit den Großen. Das ist der Zeta, den brauchen wir noch nicht. Leute, und rückwärts, rückwärts, rückwärts. Das fahren wir hier alles mal hier rein. So, dann senken. Nee, falscher Knopf. Senken. Nee, nicht. Nee, 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 nee. Das wollten wir nicht. Ich wollte doch nur senken. Wieder zusammenklappen. Komm mal ein bisschen rückwärts. Dann lassen wir es halt fallen, wenn du es nicht anders willst. So, der kann aus. Wir nehmen jetzt mal unseren größeren Fendt. Der hat ein bisschen mehr Leistung. Damit werden wir jetzt erstmal schön das Gras schwadern. So, und dran. Dann werden wir gleich jetzt mal mit unserem neuen Schwader loslegen. So, einmal vom Feld, zack, runter. Dann werden wir auch, glaube ich, ein Vorgewende fahren. Wow. So, und dann fahren wir aus hier. Das sieht doch geil aus. Hä? Das war's schon? Okay. Okay, muss ich ihn gar nicht anmachen. Okay. Okay, das geht also so. Ja, Leute, das sieht aber auch ein bisschen komisch aus. Ich glaube, die bewegen sich, wenn wir uns mitbewegen. So, machen wir mal ein schönes Foto mal wieder. Nee, von der Seite ist besser. So, und ein Foto. Ihr wisst es, wir brauchen immer mal so ein Foto, Erinnerungsfoto. Auch fürs Thumbnail. So, und jetzt können wir... Ich glaube, die bewegen sich echt nur, wenn wir uns auch bewegen. So, komm hier, dich nehmen wir auch nochmal mit. Mich auch schon gewundert, dass der keine, was für die Kurbelwelle hat. So. Naja, wir wollten mal was Neues ausprobieren. Nicht das ganze alte aus dem LS17 immer nehmen, die gleichen Schwader, den man immer hatte. Aber das geht. Das geht mit dem. So. Hier kommen gleich die ganzen Huckel. Gucken, wie er sich da schlägt. So, das ist... Oh, die Vögel, sie holen schon das... Die Grassamen holen sie sich raus. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt springt er. Ja, das gehört nicht uns, das Feld. Das ist okay. So, und... Ein bisschen rüber. Aber so ein Schwader habe ich auch noch nicht gesehen. Könntest du mir ja mal in den Kommentar schreiben, ob ihr schon mal so einen Schwader gesehen habt. Das habe ich nämlich noch nicht gesehen, so einen Schwader. So, aber, ja. Das passt. Das, oh, bisschen rüber, bisschen rüber. So, und rum. Ja, es gehört wieder nicht uns, das Feld, ich weiß. Zack. Ich glaube, wir ziehen einfach nur unsere Kreise hier. Und wir machen noch ein Vorgewende und dann können wir ja wieder so schräg fahren. Oh, das hat er mitgenommen. Auf jeden Fall schlägt sich der Fendt einfacher hier hoch. Im Gegensatz zu dem anderen, der hat sich ja hier ein abgekämpft mit dem Mähwerk. Gut, der hat auch nicht so viel PS wie der, das ist natürlich klar. Der hat, glaube ich, über 100 mehr.
Und auch keine Pflegebereifung auf mehr Traktion. So. Weiß nicht, sollen wir jetzt so weiterfahren oder wie wollen wir? Wir fahren einfach hier hoch und runter, ist aber auch doof. Später, gut, wir können auch mit dem hoch und runter fahren. Da machen wir jetzt unsere Bahn einfach nur hoch und runter. Was sagt ihr, Leute? Ah, das machen wir gleich mal. Dann heben wir den da unten und dann fahren wir einfach nur gerade hoch. Ich glaube, wenn wir einen Ladewagen vorhaben, mit denen geht das schon schneller. So. Einmal hoch. Dann einmal rum. Senken und weiter geht's. Oh, das ist doch okay. Das sollten wir hinkriegen. So. Schade, dass man hier jetzt auch keinen Helfer anstellen könnte. Sonst hätte ich gesagt, komm, wir holen schon mal uns einen Ladewagen. Aber das geht leider nicht. Wir müssen alles noch von Hand machen. Ist aber auch nicht schlimm. So. Und senken. Aber so, wenn das der das so in Keilform dahin schmeißt, das habe ich noch nicht so in der Art gesehen. Wo? Ja, müssen wir gleich wieder anheben. Dann machen wir jetzt halt einfach mal da, dann kriegen wir das wenigstens ganz schön weg. So. Ah gut, ein paar Mal müssen wir mal sagen, wir sind ja fast gleich fertig, aber so schnell geht das auch nicht. So. Dann werden wir gleich mal rum. Hä? Ach Mist, ich hab nicht. Ach Mist. Ich habe ihn nicht. Ich hatte den falschen Knopf gedrückt. Ah. Aber ist jetzt nicht ganz so schlimm. Das geht noch. So. Ach, das sind wir doch schon gleich fertig. So viel ist das nicht mehr. Dann werden wir doch noch schaffen, vielleicht schon ein bisschen Gras einzuholen. So. Und. Senken. Ja, kurz mal ein bisschen Innensicht fahren, aber das ist dann immer schwer zu sehen. So, diesmal machen wir es da hinten aber auch richtig. Und zwar heben. Drum. Senken. So. Ich bin wirklich gespannt, wie viel wir reinbekommen. Habt ihr es vielleicht in der letzten Folge in den Kommentar geschrieben, wie viel wir hier rauskriegen, wie viel Gras? Oder wisst ihr schon, habt ihr schon selber hier gemäht oder habt ihr hier auch Rasen? Das würde mich mal interessieren. Wie habt ihr in Alice 19 angefangen? Ich weiß ja nicht, auf welcher Map ihr angefangen habt, auf dem Felsbrunnen. Aber wie, was ist euer, was war eure Idee, wie ihr im Felsbrunnen angefangen habt? Nur Ackerbau oder welche Tiere vielleicht? Das würde mich mal sehr interessieren. So, jetzt sind es noch. Ah, da ist noch ein bisschen mehr. Ein oder zwei Bahnen sind es noch. Aber das sind bestimmt drei. So, und rum. So, hier kriegen wir nicht alles mit. Selbst wenn ein bisschen liegen bleibt, das wäre jetzt auch nicht so tragisch. So, und ich glaube, das müssen wir noch ein paar Mal fahren. Boah, jetzt muss er kämpfen. Ja, ich würde sagen, noch zweimal. Zweimal müssen wir noch fahren, dann haben wir das auch geschafft. Komm mal mit, wir nehmen dich mal mit, dass das eine schöne Spur wird. Können wir auch mal kurz hier lang fahren, dass das Ende immer passt. Vor allem hier die Runde.
So, gut. Das sieht doch schon gleich besser aus, Leute, ne? So, wo geht's denn hier weiter? Ich glaube hier vorne, oder? Ah, hier geht's weiter. So. Und dann noch ein und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es geschafft. So, ah. Senken. So. Und geschafft, würde ich sagen. So, dann heben wir mal, klappen wir den mal zusammen. So, dann können wir den auch wegbringen. Die stellen wir erstmal hier mit ab. Wir müssen den Hof auch nochmal aufräumen. Hier vielleicht nochmal eine Halle. Wow, gegengefahren. Wir kaufen uns vielleicht auch nochmal eine Halle. Da haben wir auch schlecht abgesetzt. So, aber jetzt fahren wir erstmal kurz zum Händler. Und dann leihen wir uns mal ein... Wow. Oh, Entschuldigung. Das werde ich auf jeden Fall zahlen. Kaufen wir uns auf jeden Fall... mieten wir uns erstmal ein... einen Ladewagen. Ja, Ladewagen, Ladewagen. So. Zack. Wo ist er? P. Anbauwagen. So, Ladewagen. Wo ist er, der Ladewagen? Wow, was ist das für ein Riesending? Aber es reicht uns der hier. Details. Komm, mieten, kaufen können wir uns sowieso nicht. Da haben wir gar nicht das Geld dazu, aber mieten können wir uns ihn. Das ist ein Strautmann. Gab es den in LS 19, 17? Da war, wenn war das anders. Naja, es war so ein gelber, so ein kleinerer, ne? So. Und los geht's. Aber wir haben kein Gewicht vorne dran. Das ist, glaube ich, ein bisschen blöd, aber es müsste trotzdem gehen. So. Und komm mit. So, dann wollen wir ihn gleich anschmeißen. Dann können wir noch vielleicht eine Fuhre einfahren. So, dann senken wir ihn mal. Wow. Und anschalten. Und schon sammeln wir das erste Gras, Leute. Sehr schön. Oh, hier. Haben wir auch eine Kurve gefahren. Ja, schon 3000 sind drin. So. Und rum. Das war fast zu doll. Mal kurz zurück. Wie viel passt denn hier rein? Glaube ich 22.000 Liter. Habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. So, vielleicht kriegen wir ja auch 100.000 hier runter. Das wird aber, glaube ich, fast eng. 100.000. 100.000 ist, glaube ich, eng. Eng bemessen. So. Ja, 10.000 haben wir schon drin. 'Kriegen wir ja schon diese Folge doch schon mal das erste Gras in unserem Bunker. Wow. So, sehr schön. Komm rum. Komm rum hier. So. Eine Runde sind fast 20.000. Ist okay, ja gut. Außenrum das ist immer das meiste. Eine Runde außenrum haben wir ja noch. Und dann können wir gleich mal abkippen gehen. Ich glaube, er müsste auch gleich voll sein. Komm, bis hier vorne machen wir. Und... naja, ist egal. Zack. So. Dann können wir jetzt unseren Bunker befüllen. Das ist aber ein kleiner Bunker. Dann müssen wir mal... fangen wir am besten hier an. So, gucken, wie viel schneller rauskommt. Ja, so viel kommt nicht auf einmal raus.
So. Und ich habe auch wieder einen Fehler gemacht, hier direkt in der Mitte. Ich hätte mal doch an der Seite ein bisschen streuen sollen. Ist aber nicht schlimm, Leute. So. Die Folge ist wieder abgeschlossen. Wir sind schon wieder fertig mit einer nächsten Folge. Wir haben schön Gras geschwadert, das haben wir geschafft. Wir haben das erste Häckselgut in unserem Silo drin. Das ist super. Dann können wir bald anfangen, Stroh herzustellen, Heu, und dann können bald die Kühe einziehen. Aber wenn ihr wissen wollt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, die nächsten Vorbereitungen für unsere Kühe, schaltet wieder ein zu einer weiteren Let's Play Folge LS19. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet, Kommentare da lasst, Feedback, auch einen Daumen, wenn es euch gefallen hat, oder ein Abo. Ihr wisst es, ich danke euch fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.